Hallo, mein Name ist Emilia, ich bin 16 Jahre alt und ich bin mit Kulturwerke Deutschland in Australien. Genauer gesagt bin ich an der Gold Coast und ich bin hier für 6 Monate und stelle euch jetzt meine Bucketliste vor, die man auf jeden Fall machen muss, wenn man hier in Australien ist. Das Wichtigste auf meiner Bucketliste ist an den Strand gehen. Ich glaube, das ist auch ziemlich offensichtlich. Aber jeder Strand hier ist wirklich wunderschön und auch auf seine eigene Weise. Ich empfehle wirklich, so viele Strände hier zu besuchen, wie möglich ist, weil wirklich jeder Strand sauschön ist. Und ich war hier auch schon an vielen Stränden. Mein persönlicher Favorit ist Rainbow Bay, das ist ziemlich weit unten. Und man kann dort auch super surfen gehen. Und wenn man nicht surfen gehen mag, dann kann man auch Volleyball spielen oder andere Sportarten. Oder man kann sich auch einfach nur bräunen, wie man will. Und genau. Dann eine Sache, die ich wirklich mindestens einmal die Woche mache, ist zu Yoji zu gehen. Das ist so ein Frozen Yogurt Shop und man kann sich da seinen eigenen Becher holen und dann Selbstbedienung sich verschiedene Flavors in seinen Becher machen und man kann sich auch so viel reinmachen, wie man möchte. Und dann geht es weiter zu den Toppings. Die haben so ganz, ganz viele, also von Boba-Perlen zu Erdbeeren zu Biscoff-Creme. Also man kann wirklich so viel reinmachen, wie man möchte. Und dann wird das abgewogen und du bezahlst für das Gewicht. Und genau, ich lieb's da. Was ich auch empfehle, ist mindestens einmal zu Pacific Fair zu gehen. Das ist ein riesen Shopping Center und ich glaube sogar das größte in Australien. Ich bin mir nicht so sicher. Und ich gehe da mindestens einmal die Woche hin und ich kann mich immer noch nicht orientieren. Also das ist wirklich riesengroß. Und man kann dort wirklich super shoppen gehen. Und es gibt dort auch super Essen. Ich bin da wirklich ziemlich oft. Was mir auch super gut gefallen hat, ist zu Currumbin Wildlife Sanctuary zu gehen. Das ist so eine Art Zoo, National Park. Ich weiß es nicht ganz genau. Und da gibt es ganz viele Tiere, die ich davor auch noch nie gesehen habe. Zum Beispiel auch Kängurus habe ich davor noch nie in Real Life gesehen. Und dort konnte man die einfach streicheln und den Essen geben, deswegen war das ein totales Highlight für mich. Und wenn man möchte, kann man auch Koalas hochheben. Dafür muss man aber früh kommen. Das habe ich leider nicht gemacht. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Aber das empfehle ich auch auf jeden Fall. Und ja, es hat mir total viel Spaß gemacht. Meine Freundinnen und ich, wir waren circa 2 Stunden da. Es war mir persönlich ein bisschen zu kurz. Ich hätte gerne noch ein paar andere Tiere gesehen. Aber es hat sich trotzdem total gelohnt und ich würde da auf jeden Fall nochmal hingehen. Dann empfehle ich auch auf jeden Fall zu Movie World zu gehen. Das ist so ein Freizeitpark und man kann sich so ein Jahresticket kaufen für $180. Das ist umgerechnet vielleicht so 100 Euro, 90 Euro ungefähr. Und man kann da für ein Jahr lang in 4 verschiedene Parks gehen. Ich habe mir den gekauft und ich finde, es lohnt sich total, weil man kann da so oft hingehen, wie man will. Und ich finde Movie World super. Weil man kann da Achterbahn fahren, die sind auch ziemlich cool. Man kann auch was essen und ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Was ich auch total empfehle, ist nach Brisbane zu gehen. Das ist wirklich eine wunderschöne Stadt und man kann da auch super viele Sachen machen. Man kann in Museen gehen, man kann auf eine Fähre gehen, die sind sogar kostenlos. Man kann einmal durch ganz Brisbane mit der Fähre fahren. Das haben wir auch gemacht und zwar sehr cool. Und es gibt auch super süße Restaurants, die wirklich super schmecken alle. Die letzte Sache, die ich wirklich sehr empfehle, ist auf die Lady Elliot Insel zu gehen oder generell ans Great Barrier Reef zu gehen, um dort zu tauchen. Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich wirklich auf jeden Fall hingehen. Es war wirklich wunderschön. Ich glaube, ich war da 4 Tage und ich bin jeden Tag 2-mal geschnorchelt und es wurde einem einfach nicht langweilig, weil man so viele Tiere im Wasser gesehen hat und es hat so viel Spaß gemacht, wirklich 2 Stunden durchzuschnorcheln und einfach so viele Tiere hautnah zu sehen und genau. Dann zu den Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, die ich aber wirklich machen möchte oder auch bald sogar mache, ist nach Sydney oder Melbourne zu fahren und meine Mutter holt mich am Ende meines Auslandsjahres ab und wir fahren dann nach Sydney und Melbourne. Ich kann leider jetzt nicht so viel drüber reden, aber jeder, der da war, hat gesagt, dass man da auf jeden Fall hingehen muss, bevor man Australien verlässt. Was ich auch auf jeden Fall machen möchte, ist den Sky Point in Surfers Paradise zu besuchen. Ich habe gehört, man kann da super den Sonnenuntergang anschauen und generell, man kann die ganze Stadt sehen und man sieht auch das Meer, den Strand. Ja, es sieht wirklich wunderschön aus auf den Bildern. Das war es jetzt auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. Wenn ihr irgendwann mal in Australien seid, vielleicht auch euer Auslandsjahr hier macht, dann hoffe ich, ihr könnt euch an meiner Bucketlist inspirieren. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren oder auf TikTok und Instagram vorbeigucken. Und genau, ciao!